Excuse me. Mr. Dennis scheint schon recht überzeugt davon, dass Barnes unschuldig ist. Oh ja, da bin ich mir sicher. Er ist einfach zu vertrauensselig. Besonders was Barnes angeht. Vertrauen die beiden einander so? Mir wurde gesagt, dass Barnes schon seit lange hier arbeitet. Schon viel länger, als ich Sanjeev kenne. Die Bromans. Mhm. Ich vermute, deswegen steckt sich Barnes auch immer auf die Seite meines Mannes. Scheidung incoming. Was meinen Sie damit? Immer wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, steht Barnes unausweichlich auf Seiten meines Mannes. Obwohl ich mir sicher bin, dass er sich für unparteiisch hält. Dieser Mangel an Selbsterkenntnis ist nur ein weiteres seiner zahlreichen Defizite. Ich habe so das Gefühl, dass Claudia nicht gerade ein Fan von Barnes ist. Denkst du, sie ist sich deswegen so sicher, dass er der Dieb ist? Excuse me. Können Sie mir mehr über Picolente erzählen? Picolente ist der Partner von Barnes. Es ist absolut Fanat in ihn und immer an seiner Seite. Sie hatten erwähnt, dass es irgendwie in die Tat verwickelt sein könnte. Wäre Picolente dazu in der Lage? Ja, es hilft Barnes sogar bei seinen Besorgungen. Es wäre sicher in der Lage, sich mit einem Juwel davonzumachen. Ob Picolente das Juwel gestohlen hat oder nicht, ist auf jeden Fall klar, dass es Barnes wirklich sehr mag. Yes? Der Aurora-Tropfen ist ein unglaublich kostbares Juwel. Mr. Dennis hat dasselbe gesagt. Aber verstehst du das auch wirklich? Kannst du überhaupt erfassen, wie wertvoll es ist? Ich habe es doch gewusst. Sieh dich einer dieser verständnislosen Blicke an. Hey, so sehe ich immer aus. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass mein Mann den wahren Wert dieses Juwels versteht. Warum sollte er so etwas Kostbares einfach Rhyme City stiften? Also sind sie gegen die Stiftung des Aurora-Tropfens? Aber natürlich, Schätze wie dieser sollten nicht in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Sie sollten nur einigen wenigen zur Betrachtung mit der gebotenen Kontenance zugänglich gemacht werden. Von Kontenance sehe ich hier aber nicht viel. Also, es wäre jetzt schon sehr obvious, wenn die der Täter ist, aber naja. Nun. Ich meine, es könnte auch der Dude neben der Tür sein. Es könnte wirklich Barnes sein, aber die ist natürlich sehr weit oben auf der Liste, ne? Mhm. Dass die einfach nur den Mann geheiratet hat, um sein Geld zu holen und jetzt will sie das Juwel klauen. Frag mich alles, was du wie ich denn möchte. Ich war nur einen halben Satz gebraucht. So, frag mich alles, was du wie ich denn möchtest. Okay. Irgendwas so richtig schön angesetzt. So, frag mich alles. Also, oh wait, was du wie sind, weil ich das. Ja, you okay? Jan kann nicht mehr. Warum findest du den so lustig? Ich weiß nicht, was Situation ist. Ja, Sanjeev. Sanjeev. Ein Stuhl quietscht seltsam. Wieso ich das aus deinem Stuhl war und nicht aus deinem Arsch kam? Was? Das wäre sehr ungesund. Ja, deswegen frage ich ja. Oh. Oh. Jetzt ist mir warm. Ich kann mich noch nicht mal ausziehen. Nee. Also. Das Symbol der Wiedergeburt. Mhm. Gönn. Vor 2 Jahren während des Vorfalls mit Ern hat mein Juweliergeschäft erheblichen Schaden erlitten. Moment. Sind Sie Opfer von Er? Nein, ich bin ein Freund von Grant. Ja, einige Pokémon, die Er ausgesetzt wurden, sind durchgedreht. Sie haben mein Geschäft zerstört, ganz zu schweigen vom Schaden an meinen Juwelen und anderen Waren. Zu dieser Zeit befand sich der Aurora-Tropfen bereits in meinem Besitz. Ich hatte ihn sicher im Laden verwahrt. Wurde der Aurora-Tropfen auch beschädigt? Nein, tatsächlich nicht. Von all den Juwelen in meinem Laden blieb der Aurora-Tropfen als einziges unversehrt. Die Trümmer sind so perfekt angeordnet um den Aurora-Tropfen gestürzt, dass man fast sagen könnte, etwas hätte ihn beschützt.
Unglaublich. Anscheinend gibt es doch so etwas wie Magie. So wurde der Aurora-Tropfen bekannt als das Juwel, das er überstanden hat. Die Leute fingen an, in den Laden zu kommen, um nur ihn zu sehen. Und dank all dieser Aufmerksamkeit kam mein Geschäft wieder auf die Beine. Das klingt wertvoll, in mehr als nur einer Hinsicht. Warum bewahren Sie so ein kostbares Juwel hier in Ihrem Anwesen auf, statt in Ihrem Laden? Weil ich mich entschieden habe, es in Rhyme City zu stiften. Den Aurora-Tropfen? Aber warum wollen Sie so etwas Wertvolles hergeben? Also er tut so, als wenn er das nicht eh schon wusste. Schon das ist das dritte Mal, dass wir das hören. Der Aurora-Tropfen ist nicht für mich wertvoll. Und genau deswegen will ich ihn stiften. Nicht nur für mich. Ja. Bürgermeister Meyers hat mit dem Pokémon Freundschaftswoche seinen Teil für die Verbesserung unserer Stadt beigetragen. Ich will dabei helfen. Also wollte ich das Juwel, das er überstanden hat, als Symbol der Wiedergeburt der von Rhyme City stiften. Ich hoffe, dass ich dadurch nicht nur mein Geschäft, sondern die ganze Stadt beleben kann. Wow, Dennis, ich bin beeindruckt. Eine wundervolle Geste. Freut mich, dass du das so siehst. Nicht alle sind begeistert von der Idee. Oh? Ach, vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Ich sollte dich nicht mit persönlichen Angelegenheiten belästigen. Ich hoffe, dass du den Aurora-Tropfen so schnell wie möglich findest. Aber natürlich, wir tun, was in unserer Macht steht. Gut, Mr. Bart, bitte verlassen Sie bis auf Weiteres nicht das Anwesen. Verstanden. Hey, klingt so, als hätte die Polizei ihre Befragung von Barnes beendet. Reden wir mal mit ihm. Da hat er bestimmt jetzt auch richtig Bock drauf. Yes. Ich habe irgendwie einen älteren Dude erwartet. Der Brandon. Ach, wie konntest du so weit kommen? Warum wirklich für die Polizei so verdächtig? Entschuldigen Sie, sind Sie Mr. Barnes? Und wer bist du? Ich bin Detektiv Tim Goodman. Mr. Dennis hat mich beauftragt, das hier begangene Verbrechen zu untersuchen. Wirklich? Verzeihung, ich bin Brandon Barnes. Ich bin hier in der Dennis-Residenz als Butler tätig. Wäre es in Ordnung, wenn wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Mir ist klar, dass Sie nach der Befragung durch die Polizei erschöpft sein müssen. Mach dir keine Gedanken deswegen. Wenn Mr. Dennis dich engagiert hat, dann ist es meine Pflicht, vollumfänglich mit dir zu kooperieren. Danke. Worüber möchtest du mit mir sprechen? Müssen wir das hier auf dem Flur tun? Anscheinend. Und der Dude dahinter muss mithören. Ich war während des Vorfalls nicht im Haus. Erst als ich nach meinem Botengang ins Haus zurückgekehrt bin, habe ich bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe Turner am ersten Stock schreien gehört. Als ich nach oben eilte, fand ich ihn auf dem Boden vor dem Juwelierzimmer. Das bedeutet also, Barnes war der Erste am Tatort. Hä? Aber er hat doch gesagt, Turner stand direkt vor dem Juwelier. Ja, der lag ja halbtot auf dem Boden. Aber trotzdem vor dem Juwelierzimmer. Ja, der zählt nicht. Konnten Sie den Dieb oder seinen Partner-Pokémon sehen? Nein. Warte mal, wenn Barnes die Treppe hochgerannt ist, hätte mir Dieb doch genau in die Arme laufen müssen. Wenn er niemanden gesehen hat, wie ist der Täter denn aus dem ersten Stock entkommen? Haben Sie das Juwelenzimmer überprüft? Ja, die Tür war bereits offen und als ich in das Zimmer blickte, konnte ich sehen, dass der Aurora-Tropfen verschwunden war. Ich habe dann sogleich Mr. Dennis und die Polizei verständigt. Gibt es jemanden, der Ihren Aufenthaltsort zu dieser Zeit bestätigen kann? Leider nicht. Erst danach ist Mrs. Dennis aus ihrem Zimmer gekommen, um nachzusehen, was der ganze Aufruhr zu bedeuten hat. Ansonsten wären nur Fokano und Pixie im Haus. Natürlich können Pokémon keine Zeugenaussagen machen, also habe ich kein Alibi, fürchte ich. Und da kommen wir ins Spiel. Vielleicht wissen die Pokémon im Anwesen mehr. Mhm. Mr. Barnes, haben Sie irgendeine Ahnung, wer der Dieb gewesen sein könnte? Leider überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass Mr. Dennis und ich die Einzigen sind, die Zugang zum Schlüssel des Juwelzimmers haben. Ach, das wussten wir ja noch gar nicht. Fokano hütet den Schlüssel mit steter Wachsamkeit. Selbst die Frau darf da nicht ran. Das will schon was heißen. Jemand anderes dürfte meiner Meinung nach große Schwierigkeiten haben, an den Schlüssel zu gelangen. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass die Polizei mich als Verdächtigen sieht. Aber ich würde so etwas Dummes niemals tun. Wenigstens haben wir jetzt die Bestätigung, dass nur die beiden Zugang zum Schlüssel haben. Das haben wir vorher schon dreimal gehört! Yes. Picolette ist mein liebstes Partner-Pokémon. Sieh dir dieses Foto an. Oh! Das bist du. Das ist schon süß. Ich bin das Picolette? Ja. Bist du dann der Dude? Vielleicht. Aber die Federn sind viel zu hell. Also für die hellen Federn ja, für die dunkle, nein. Vielleicht hat Picolette den Dieb verfolgt.
Das kann gut sein. Boy! Da kommt Ali aus seinem Lurk. Wobei, aus seinem halben Lurk. Er war vorher schon da. Ist es nicht niedlich? Diese Federn, einfach wunderschön. Das ist doch nicht alles. Ist außerdem noch äußerst clever und hilft mir sogar bei meiner Arbeit. Verzeihung. Tut mir schrecklich leid, wenn ich von Picolente rede, neige ich dazu, mich etwas mitreißen zu lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie haben erwähnt, dass es Ihnen bei der Arbeit hilft. Was genau macht es denn? Mal überlegen. Es erledigt Botengänge für mich, zum Beispiel kauft es Kaffeebohnen in einem Café hier. Oh, es kauft Kaffeebohnen. Sehr schön. Hier in der Nähe befindet sich das Hi-Hat-Café. Vielleicht hast du davon gehört. Ja, Ali, dann schreib doch mal pädagogisch wertvolle Chatnachrichten. Dann spüre ich deine Anwesenheit auch mehr. Dort geht es regelmäßig zum Einkaufen hin. Wenn das ihr Café der Wahl ist, dann bestimmt wegen der Hi-Hat-Mischung. Ich sollte wohl nicht überrascht sein, dass die Elite von Rhyme City über einen solch erlesenen Geschmack verfügt. Ich habe es heute sogar erst gebeten, um zum Café zu gehen, aber bisher ist noch nicht zurück. Hat sich vielleicht irgendwo verlaufen? Wurde wahrscheinlich verprügelt und liegt irgendwo in der Ecke. Aber wir wissen ja, wie man Flug-Pokémon wieder aufwecken kann. Parfines. Wissen Sie, wo Picolente sein könnte? Leider nicht. Die Federn vom Tatort gehören Picolente, richtig? Ja, daran besteht kein Zweifel. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum sie dort sein sollten. Schon der Gedanke allein, dass es in dieses Verbrechen involviert sein könnte. Ich mache mir solche Sorgen, dass ich es kaum klar denken kann. Unter allen Juwelen betrachtet Mr. Dennis den Aurora-Tropfen als das Kostbarste. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, ihn in seine Sammlung aufnehmen zu können. Man könnte sogar sagen, dass der Aurora-Tropfen die physische Manifestation, die Kristallisierung, die Terra-Kristallisierung seiner Laufbahn als Juwelier darstellt. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass der Dieb stehenden Fußes seine gerechte Strafe erhält. Für jemanden, der so förmlich redet, ist Barnes ganz schön leidenschaftlich, was? Bitte, Tim, finde den Aurora-Tropfen. Ich flehe dich an. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Wow. Nach Barnes Aussage bin ich wirklich nicht überrascht, dass die Polizei ihn im Verdacht hat. Ja, wenn wir doch nur einen anderen Zeugen hätten. Was das angeht, vergisst du da nicht was, Tim? Hä? Barnes zeigt, dass Fukano und Pixie während des Vorfalls im Haus waren, weißt du noch? Richtig, vielleicht haben sie etwas gesehen. Genau, überlass das mir. Befragen wir sie, Tim. Tim. Was denn? Yo, Main Electric, working hard? Hey, what did I ever do to you? Okay. Was willst du, Meisterdetektiv? Sind wir mit der Befragung von Barnes fertig? Fürs Erste zumindest. Wir arbeiten nur noch daran, Beweise zu sammeln. Sind aber nichts daran, dass Barnes noch immer verdächtig ist. Ja, wir haben ihm schon ein paar Fragen gestellt. Ja, Moment, wir müssen ihm Fragen stellen. Ach so! Ich dachte, er meinte Barnes. Letzte sein muss, aber ich habe nicht vor... Ja doch, könnten wir ihnen. Ja, okay. Ja. Ich habe nicht vor, vertrauliche Informationen mit dir zu teilen. Excuse me. Verdächtigt die Polizei Barnes wegen des Schlüssels zum Juwelenzimmer? Nein, er hat auf den Boden gekackt, deswegen nehmen wir ihn mit. Was? Ah. So viel hast du schon herausgefunden. Na, es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Er hat wirklich auf den Boden gekackt. Nur zwei Personen haben Zugang zum Schlüssel. Und zwar der Hausherr und sein Butler, Mr. Dennis und Barnes. Zweifel steigt, dass Mr. Dennis die ganze Sache nur vorgetäuscht hat, was Barnes zum einzig logischen Verdächtigen macht. Ach, an das eine kannst du einfach so random sagen, so vom Gefühl, nee, das glaube ich nicht, also ist das andere. Hallo? Mr. Dennis ist genauso verdächtig? Und dazu war noch nur die Feder eines Picolente am Tatort. Und der Partner von Barnes ist ein Picolente. Offensichtlich hat Barnes den Schlüssel benutzt, um in das Juwelzimmer zu gelangen. Und Picolente ist dann mit dem Juwel davongeflogen. So stellt sich die Sache für mich im Moment dar. Verstanden. Wir haben bisher noch keine eindeutigen Beweise. Wir werden das flüchtige Picolette finden und danach werden wir genug Beweise haben. Das wirst du schon sehen. Mhm. Du wirst mich nicht lassen kannst. Haben Sie noch andere Spuren? Natürlich, wir haben bereits die Aussage von allen Personen in diesem Haus aufgenommen. Kann ich fragen, welchen Eindruck Sie auf sie gemacht haben? Nun, so viel kann ich ja wohl sagen. Mr. Dennis wirkt ziemlich erschüttert darüber, dass der Verdacht auf Barnes gefallen ist. Und Frau Claudia reagiert ziemlich intensiv. Sie hat uns aufgefordert, und zwar wiederholt, dass wir uns beeilen und die Ermittlungen zum Abschluss bringen sollen. Ach, das klingt hart. Red tut mir fast schon leid. Einer der Angestellten, Turner, war sehr kooperativ.
Er konnte uns viele Informationen darüber geben, was bis zum Zeitpunkt geschehen ist, an dem er das Bewusstsein verlor. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Polizei kann die Leute befragen, aber nicht die Pokémon. Ja! Wenn wir mit dem Pokémon hier sprechen, wird vielleicht klarer, was hier passiert ist. Voltenso noch was Interessantes? Tenso! Starrt sich so an, Voltenso. Tenso. Tritt dich mal wieder ein. Wir werden euch bei eurer Polizeiarbeit schon nicht im Weg sein. Das wäre es ja noch Ali, wenn Turner und die Frau von Mr. Dennis einfach eine Affäre hätten oder so. Ja! Das hat ja die ganze Zeit irgendwas gemacht. Tenso. Auf den Boden gekackt. Ach so, du warst der Übeltäter. So. Aber hier ist kein Ausrufezeichen dran. Dann erst Fukano. Stopp, Frage Fukano und Pixie. Hey Fukano, tut mir leid, dich zu stören, wo es dir doch gerade nicht so gut geht. Aber können wir dir ein paar Fragen stellen? Fukano? Wir sind hier, um den Dieb zu fangen. Dafür brauchen wir dringend deine Hilfe. Kano. Wenn es Sanji hilft, sprichst du gern mit uns? Danke. Schreibt er sich so? Hat er sich nicht vorhin noch anders geschrieben? Sanjiwa? Oder The Sanji? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der kam hier auch gar nicht mehr vor, ne? Wir können gleich mal mit ihm reden und gucken. Oder kannst du auf die Notizen gucken währenddessen? Nee. Aber, naja. Okay. Oh, Sanji? Ein Spitzname, den Fukano für Dennis hat, soweit ich das sagen kann. Ah, schon verwirrt. Oh, na klar. Ah, Sanjeev. Sein voller Name ist Sanjeev. Da liegt Sanjin sehr nah. Es ist ein Buchstabe weniger. Fukano ist halt nicht so das Smarteste. Also, können wir mit den Fragen loslegen, Fukano? Erzähl mir was über dich, Fukano. Fukano. Alles klar, als Partner von Dennis ist deine Aufgabe, das Anwesen zu bewachen. Wir wissen bereits, dass du den Schlüssel zum Juwelenzimmer um den Hals trägst. Zudem nur Mr. Dennis und Bart Zugriff haben. Oh nein, Kano. Der Schlüssel ist wichtig für Dennis, also ist es wichtig für dich, ihn zu bewachen. Leuchtet ein. Fukano, Kano. Er sagt, er würde niemals jemand anderen als Dennis oder Bart den Schlüssel auch nur anfassen lassen. Oh nein, Kano. Deswegen fühlt sich besonders verantwortlich dafür, was geschehen ist, was? Es hat wirklich einen starken Sinn für Verantwortung. Keine Sorge, wir beiden werden den Fall schon knacken. Wow. Erinnerst du dich an irgendwas zur Zeit des Vorfalls? Ali, hältst du die nächsten beiden Tage noch durch? Oder müssen wir dich danach irgendwie einweisen? Ich weiß nichts, weil du ein Nickerchen gemacht hast. Kano. Wie? Dein Frühstück war so lecker, dass du zu viel gegessen hast und müde geworden bist. Da kann auch was im Butter drin gewesen sein. Hey, das kenne ich. Das kannst du aber glauben. Wovon sprichst du bitte? Fukano. Ist aufgewacht, als Barnes nach Hause gekommen ist. Das war wohl kurz, bevor der ganze Aufruhr losgegangen ist. Und als du aufgewacht bist, war der Schlüssel weg? Fukano. Ja, ich kann sehen, dass du aufgebracht bist. Fukano. Du wirst alles tun, um uns zu helfen, den Dieb zu schnappen. Danke. Wenn es soweit ist, kommen wir auf dich zurück. Fukano, Fukano. Er sagt, dass Barnes freundlich ist und außerdem auch gute Manieren hat. Er und Dennis stehen sich nah und es hat nie auch einen kleinsten Streit zwischen ihnen gesehen. Mr. Dennis scheint Barnes wirklich zu vertrauen. Fukano. Und Fukano mag Barnes auch. Wenn man nach dem geht, was Fukano gesagt hat, ist es nur schwer vorstellbar, dass Barnes der Täter ist. Fukano hat uns nichts gesagt, was uns dabei helfen könnte, Barnes zu entlasten. Jetzt müssen wir nur noch Pixie befragen. Wenn wir Möglichstes tun, damit es mit uns redet. Danke. Jetzt brauche ich erstmal wieder Wasser. Wait, Pikachu war die ganze Zeit gar nicht im Raum. Hat von draußen reingeschrien. Ach so. So, hey! Nein, von dir will ich nichts. Geh weg. Meine Stimme wird jetzt wieder leiden. Pixie! Was? Denkst du, wir sind die Diebe, die an den Ort des Verbrechens zurückkehren? Da liegst du völlig falsch. Wir sind nicht hier, um irgendwas zu stehlen. Wir sind Meisterdetektive, die den Dieb fangen wollen. Können wir da bitte ein paar Fragen stellen? Pix! Ja, wirklich. Komm schon. Du kannst uns vertrauen. Pixie! Pixie Pix?
Ja, hilf uns und ich bin sicher, Claudia schlechter Stimmung verfliegt. Pix, Pix. Du redest mit uns? Danke. Pixie hatte wohl Sorge, dass wir Mrs. Dennis etwas Böses wollen. Naja, vielleicht wollen wir das ja. Ali wird nicht gepowernappt. Hey. Arbeitest du hier im Anwesen? Pix. Also nicht direkt Arbeit, außer Zeit mit Claudia zu verbringen, zählt als solche. Ist nicht anstrengend, bei jemandem so zu sein, der so leicht reizbar ist? Pixie! Claudia ist keine schlechte Person, sagst du? Sorry, sollte nicht beleidigend rüberkommen. Pixie, Pix, Pix! Ha, Claudia streitet sich also immer mit wem über irgendwas. Aber wenn ihr beiden alleine seid, tut es ihr leid? Jetzt verstehe ich, deine Aufgabe ist es, sie aufzumuntern, wenn sie in einem Streit gerät. Boah, du bist ja richtig nett! Pixie ist bestimmt sehr wichtig für Mrs. Dennis. Ist heute etwas Seltsames passiert? Pixie. Pixie sagt, dass es beim Spielen im Haus heute sehr müde geworden ist. Ich sag ja, irgendwer hat bei allen Pokémon was ins Essen getan. Pixie Pix. Dann ist es eingelegt und ich weiß nicht, was danach passiert ist. Das ist schade. Nun. Was hältst du von Barnes? Kommst du mit ihm aus? Pixie Pix. Ich glaube, der kann Barnes nicht leiden. Also versucht Pixie, sich von ihm fernzuhalten. Pixie. Aber es hält ihn nicht für einen schlechten Menschen. Schließlich ist Barnes sofort los, um Turner zu helfen, als er verletzt wurde. Moment, heißt das, Pixie hat gesehen, wie Barnes nach oben gegangen ist, um Turner zu helfen? Sieht so aus. Pixie, was kannst du noch sagen? Pixie Pix! Pix hat heute Morgen neben der Eingangstür gedöst. Als Barnes von seinen Besorgungen aus dem Haus zurückkam, ist es aufgewacht und hat ihn an der Tür begrüßt. Pixie! Pixie Pi! Dann haben Pixie und Barnes Turner im ersten Stock schreien hören, also sind sie zu ihm gelaufen. Und dort fanden sie dann zu ihrem Entsetzen Turner auf dem Boden liegen. Das heißt also, als Turner angegriffen wurde, da war Barnes noch im Erdgeschoss. Okay, let's start deducing. Ist jetzt unsere Schlussfolgerung, dass es Barnes nicht war? Okay. Okay. So. Was gibst du denn Aussagen, dass wir die gehört haben, irgendwas, was darauf schließen lässt, dass Barnes unschuldig ist? Mhm. Barnes kann nicht der Täter sein, da er erst nach Hause kam, nachdem die Tat begangen wurde. Als Barnes zum Anwesen zurückkehrte, hörten sowohl er als auch Pixie Larry Turner schreien, also ist unwahrscheinlich, dass Barnes der Täter ist. Ja. Barnes könnte der Täter sein, da er Zugang zum Schlüssel hatte. Unser Lieblingsargument? Mhm. Barnes wirkt nicht wie jemand, der Mr. Dennis betrügen würde. Ich weiß nicht, ob das jetzt so aussagekräftig ist. Okay. Wir haben erfahren, dass Pixie Barnes begrüßt hat, als er zum Anwesen zurückkehrte. Und Fukano sagte, dass er zu genau dem Zeitpunkt aufgewacht ist. Barnes und die anderen haben das Verbrechen erst danach bemerkt. Heißt das nicht, dass Barnes gar nicht der Täter sein kann? Barnes war mitgeschaltet, als Turner angegriffen wurde. Da wäre es etwas schwierig für Barnes, das Juwel zu stehlen. Ich bin nur nicht sicher, ob wir damit allein Barnes Unschuld beweisen können. Du hast recht. Die Aussagen der Pokémon können wir auch nicht wirklich verwenden. Keiner würde uns das glauben. Es sieht aus, als bräuchten wir noch weitere Beweise, um zu zeigen, dass Barnes unschuldig ist. Pixies Aussage allein reicht noch nicht, um den Verdacht gegen Barnes auszuräumen. Wir benötigen irgendeine Art Beweis, um seine Unschuld zu belegen. Aber wo sollen wir danach suchen? Wird so spontan auch nicht sein. In solchen Momenten ist es am besten, erstmal anderen Spuren nachzugehen. Womöglich finden wir an ganz unerwarteter Stelle einen neuen Hinweis, der mit diesem Fall in Verbindung steht. Um der Wahrheit näher zu kommen, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Pokémon zu finden, die von manchen der Augenzeugen gesehen wurden. Stimmt. Einige Zeugen behaupten, ein rotes Pokémon und Picolente gesehen zu haben. Ich frage mich, ob es sich bei dem Pokémon, das die Vitrine aufgeschnitten hat, um das Pana-Pokémon des Täters handelt. Könnte man meinen, allerdings hat keiner der Zeugen einen solchen Menschen gesehen.
Vielleicht bringen wir etwas Neues in Erfahrung, wenn wir dieses rote Pokémon ausfindig machen. Gehen wir in die Stadt und suchen nach Hinweisen, die uns zum roten Pokémon führen können. Ein Knall, rotes Pokémon. Und dieses Pokémon klaut Juwelen. ja. Die Möglichkeit, dass Barnes der Täter war, halte ich inzwischen für äußerst gering. Und wieso ist Pikulente denn aus dem Fenster im ersten Stock geflogen? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das nichts mit dem Juwelendiebstahl zu tun hat. Hat wahrscheinlich auch was im Frühstück gehabt, ist eingepennt auf der Fensterbank und runtergefallen. Am besten können wir uns... Nee, du bist das. Frech! Frech! Aua. Am schnellsten könnten wir uns Gewissheit verschaffen, wenn wir Pikulente aufspüren. Guter Punkt. Gehen wir in die Stadt und suchen nach Pikulente. Okay. Wir werden wohl nur vorankommen, wenn wir in der Stadt uns umsehen. Mhm. Sollen wir Pikulente suchen oder das rote Pokémon? Warum folgen wir nicht Pikulente? Die Spur ist etwas heißer als sie zum roten Pokémon. Oh, stimmt. Wir haben ja gehört, dass Pikulente heute Kaffeebohnen kaufen sollte. Ist bestimmt zum Hi-Hat-Café. Du hast recht. Wir sollten uns mal beim Café umsehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Jim. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das heute noch schaffe. Dann halt morgen. Das ist hier das Gute daran, dass wir direkt 3 Tage angesetzt haben. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der Fall vielleicht ein bisschen kürzer ist, weil es quasi der erste ist, abseits vom Tutorial. Aber das zieht sich doch ein bisschen länger. Und länger als es müsste, seien wir mal ehrlich. Ja, komm mal den Schlüssel zum Zimmer. Ich bin mir nicht sicher, wir müssen nochmal fragen. Aber es ist halt auch ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Text natürlich. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir können hier ganz gut Pause machen. Ist halt auch immer schwierig, ich glaube, das war im ersten Teil auch schon so, einen guten Punkt zu finden, um Pause zu machen. Mhm. Weil dann bist du plötzlich in der Schlussfolgerung irgendwie vom Fall und dann kommt die nächste Cutscene für den nächsten Fall und so. Ich glaube, es war auf dem 3D schon immer echt schwierig, da einen Punkt zu finden. Ich finde es ja leider echt schade, dass das Franchise hier leider ein etwas nischigeres ist und deswegen keine Full-Synchro das Spiel hat. Ja. Es geht halt echt auf den Hals die ganze Zeit. Also Pokémon ist leider echt kein großes Franchise, dass es sich eine ganze Synchro leisten könnte. Nun. Vor allen Dingen, wenn du so 2 Charaktere hast, wie jetzt die Frau und dann wieder Tim, die unterschiedliche, also für meine Verhältnisse unterschiedliche Stimmen haben und du musst die ganze Zeit wechseln. Besser als wenn du plötzlich vergisst, dein Dialekt zu reden. Er kam immer schneller. Er hat sich immer schneller dran erinnert. Ja. Nee, dann können wir hier für heute auf jeden Fall Pause machen. Moment, da war Speichern. Okay. Und dann morgen hier weitermachen. Wir haben ja, wie gesagt, direkt 3 Tage angesetzt, um erstmal ein bisschen was an Fortschritt zu kriegen. Ich meine, ja, es macht teilweise schon auch etwas aggressiv, wie sehr sich das wiederholt. Aber es ist halt auch echt lustig, eben weil es, also ich glaube, wir können es jetzt auch offiziell sagen, weil es so trashig ist. Ich wollte es jetzt nicht verurteilen, bevor ich es gespielt habe, aber... Ne? Deswegen bin ich mal echt gespannt, wie der Fall dann letztendlich ausgehen wird. Irgendwie vorher ist doch der Typ da an der Tür. Oder es sind einfach alle. Alle haben sich verschworen.